Schlaganfall ist wie ein schwerer Verkehrsunfall. Von einer Sekunde zur anderen ist es ein anderes Leben. Der Schlaganfall ist auch oft schwer zu erkennen. Und das ist das Furchtbare auch an dieser Krankheit, dass es nicht gut erkannt werden kann. Wenn sie gelähmt sind oder Sprachausfälle haben oder nicht mehr sehen können, dann wissen sie es. Aber es gibt so viele Formen vom Schlaganfall. Das ist das, wo wir immer wieder neue Aufklärungen brauchen. Und darum kann ich auch nicht stehen bleiben, sondern weitermachen. Als ich vor 25 Jahren die Stiftung aufgebaut habe, da war der Schlaganfall ein Stiefkind in unserer Gesellschaft. Und eigentlich auch nicht bekannt. Ich selbst hatte in meiner Familie und Umgebung, ich kannte keinen Schlaganfallpatienten bewusst. Und das war eigentlich das, wo wir gesagt haben, erstmal Aufklärung in der Bevölkerung, bei unseren Bürgern. Es gibt den Schlaganfall und jährlich 270.000 Patienten, die neu kommen. Das heißt fast wie eine Stadt wie Bielefeld. Wenn wir uns das vorstellen, das ist unheimlich. Vielen Besuche, die ich auf Schlaganfallstationen gemacht habe. Es gibt 300 Schlaganfallstationen bei uns in Deutschland, wo Experten die Patienten gleich auffangen und rund um die Uhr betreuen und somit die Spätfolgen doch sehr, sehr verbessern können. Und da glaube ich, dass ich da viel erreicht habe. Oder die 450 Selbsthilfegruppen, die 200 Ärzte, die ehrenamtlich arbeiten, die Netzwerke, die wir geschaffen haben. Und dass ich sagen kann, zurzeit gibt es, glaube ich, in Europa kein Land, das so gut versorgt ist beim Schlaganfall wie wir hier bei uns in Deutschland. Für mich ist es unheimlich schön zu wissen, wie vielen Menschen man geholfen hat und dass die Schlaganfall-Stiftung hier bei uns in Deutschland wirklich etwas umgedreht hat im Gesundheitswesen. Dass wir gesagt haben, die Aufklärungsarbeiten, wir haben oft 8 Millionen mit einem Projekt erreicht. Und man muss es immer wieder machen. Und ein Schlaganfall ist nicht mehr gleich tot, sondern ein Schlaganfall ist heilbar. Und das ist das Besondere, was wir in den über 2 Jahrzehnten erreicht haben.